Hallo zusammen, ich darf im Auftrag von konsumgöttin.de Hundefutter testen. Das heißt nicht, ich darf das testen, sondern die Ellie. Ellie ist ein Yorkshire Terrier Spitzmischling und sie bekommt, ja, aktuell bekommt sie eigentlich Weichfutter zusammengemischt mit einem 1 bis 2 Esslöffeln Royal Canin Trockenfutter. Ich warte schon lange auf ein Royal Canin Feuchtfutter, weil ich allgemein sehr viel von Royal Canin Futter halte. Im Moment haben wir halt anderes Feuchtfutter und umso mehr freue ich mich, dass Ellie jetzt Royal Canin Adult Beauty testen darf. Ja, richtig, die Dosen liegen auf meinem Bett. Es ist einfach so, dass ich das Paket jetzt gerade hier mit in meinem Schlafzimmer habe und hier eben ausgepackt habe und na gut, jetzt liegen die halt hier. Hier sind dann noch ein paar kleine Kärtchen, dann gab es ein Anschreiben dazu, dann muss ich eben Fotos machen und einen Fragebogen ausfüllen, schreiben. Achso, hier war auch noch so eine Broschüre dabei. Schreiben, wie es ihr geschmeckt hat. Und ja, das wollen wir heute Abend mal ausprobieren. Wenn es Abendbrot gibt und morgen zum Frühstück dann auch nochmal. Und schauen wir mal, was Elli davon hält. Und das seht ihr jetzt. So, jetzt sind wir in der Küche. Hier ist die Dose. Für Hunde ab dem 10. Monat unter 10 Kilo. Und sie dürfte essen. Na komm, Fokus hier. Okay. Laut dieser Tabelle, wenn sie jetzt 6 Kilo wiegt, also zwischen 5 und 7, rein theoretisch 2 Dosen. Das heißt, sie könnte morgens eine Dose essen und ja, abends eine Dose. Wir haben es jetzt abends und jetzt tue ich ihr die Dose einfach mal in ihren Fressnapf und dann schauen wir mal, was sie davon hält. So sieht das aus. Nicht mehr oder weniger appetitlich als anderes Feuchtfutter. Also Stückchen sehe ich da jetzt gar nicht drin. Und wie gesagt, ich würde ihr jetzt in ihr normales Feuchtfutter noch einen Löffel von ihrem Royal Canin Trockenfutter reintun. Das lasse ich jetzt einfach mal sein, weil sie soll ja sich um dieses Fressen kümmern. Jetzt gehen wir mal in den Flur und schauen mal, was die Elli meint. So, komm her. Komm her. Los, Abendbrot essen. Komm her. Wie jetzt? Setze ich mich extra so hin, dass ich dich filmen kann. Dann komme ich von der anderen Seite. Also ich muss schon sagen, dass Ellie eigentlich recht wählerisch ist, was ihr Essen angeht. Von daher ist es eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass sie isst. Ich glaube, sie mag einfach allgemein keine Zuschauer beim Essen. Das ist sie auch nicht gewohnt, weil normalerweise isst sie natürlich alleine. Für die, die Ellie nicht kennen, Ellie ist wie gesagt ein Yorkshire Terrier Spitzmischling. Daher diese Fahne da hinten. Und normalerweise hat sie sehr langes Fell. Also wie der Yorkshire Terrier eben. Sieht man noch so ein bisschen am Kopf. Aber sie war gerade beim Scheren nochmal vor, ich glaube vor 2, 3 Wochen. Auch wenn es jetzt auf Herbst, Winter zugeht, aber trotzdem, das war einfach zu viel. Vielleicht fehlen ihr auch so ein bisschen diese Knibbels da drin, das Hartfutter, was sie eigentlich gewöhnt ist. Normal würde sie auch gar nicht so eine Dose kriegen. So viel isst sie eigentlich gar nicht.
Ich würde jetzt rein theoretisch die Hälfte der Dose machen und dann eben dafür Trockenfutter noch mit untermischen, damit sie was zum Kauen hat, was eben gut für die Zähne ist. Ja. Also Ellie scheint es jetzt nicht so lecker zu finden, dass man den ganzen Napf aufessen muss. Aber hat es dir geschmeckt? Hat es dir geschmeckt? War lecker? Soll Mama da gleich was unterrühren, noch Trockenfutter? Aber zum Testen mussten wir jetzt eben gucken, wie dir das schmeckt. Mach noch mal deinen Kopf da rein, damit ich noch mal ein Foto machen kann. Elli, ich glaube, die wollen auch noch mal ein Foto von dir sehen. Mama, ja, da, lecker, lecker. Mach noch mal lecker, lecker. Nee, also ich glaube, das langt ihr. Sie ist nicht so der große Esser. Es sei denn, es geht um Leckerlis. Ja, jetzt müssen wir bloß mal schauen, sie kriegt das jetzt ein paar Tage lang, wie sie das rein vom Magen her verträgt. Das wird sich dann in ein paar Stunden zeigen, schätze ich mal. Beim nächsten Gassi gehen. Und ich finde das halt, das sieht ein bisschen. Ja, pampig sieht das aus. Finde ich jetzt. Und ich würde sagen, weniger als die Hälfte hat sie jetzt gegessen, obwohl sie eigentlich Hunger haben müsste. Ich rühre da jetzt die Knibbels mal drunter und dann schauen wir mal, oder schaue ich mal, ob sie dann noch ein bisschen mehr davon isst. Ansonsten war das Ellies erster Produkttest. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Kannst du nicht leiden, dass ich hier sitze, ne?